Zurück auf der A2. Der nächste Abstandszünder geht den LKW-Kontrolleurin Braunschweig ins Netz. Mike Weidlich und Frank Hennig befinden sich schon in Abfangposition. Video 12 von 30. Ein Gefahrguttransporter in Gelb mit dem belgischen Kennzeichen Strich ein Iveco Fahrgut-Tankauflieger. Der Regio 12 hat verstanden. Ende. Die Polizisten halten Ausschau nach dem belgischen Transporter. Das ist er. Ein Blick auf den LKW verrät, die Ladung ist alles andere als harmlos. Ätzend umweltgefährlich. Regio 30 von Regio 12. Wir haben das Fahrzeug aufgenommen, Kennzeichen. Trennung. Der sieht aber technisch vom Rahmen her auch nicht so voll aus. Der hat auf jeden Fall einen Stoff geladen, der ätzend ist und umweltgefährlich. Die Beamten nehmen den LKW ins Schlepptau. Am Kontrollpunkt wollen sie sich den Fahrer mal genauer anschauen. Doch zuerst ist die Ladung dran. Ja. Jawohl. Unterdecylamin. Da gibt es eine App für, da kann man dann gucken, in der Stoffnummer, kann man gucken, was für ein Stoff es ist und ist auf Beschreibung dann drin, welche Maßnahmen zu treffen hat beim Verkehrsunfall und wie der Stoff auf die Umwelt wirkt. Also der Stoff hier ist stark ätzend, den er geladen hat und umweltgefährlich. You have a problem because the distance from your truck and the truck is too close. Yeah, 50 meters is okay and you are okay, too close to the, yeah, to the front. That's a problem. Yeah, the okay. Second problem is that's not shoe. No shoes. Okay. Yeah, you drive with ADR. Yeah, so take some distance. Yeah. Okay. No distance, no good shoe. Und dann zu den Verstößen, die er eh schon begangen hat, hat der Fahrer auch keine Schuhe angehabt. Das ist natürlich auch nochmal absolut unverständlich, weil wenn er eine Gefahrenbremsung machen müsste oder er müsste mal etwas stärker bremsen, kann es durchaus sein, dass er mit seinen Socken, die er anhatte, abrutscht, weil er keine vernünftige Haftung hat. Oder wenn er voll in die Pedalen tritt, dass irgendwann anfängt, die Fußsohle zu schmerzen. Und dann lässt man automatisch das Bremsschütter wieder los und fährt einem davorfahrenden LKW komplett auf. Frank Hennig nimmt inzwischen auch den Rahmen des Aufliegers unter die Lupe. Der ist verdächtig rostig. Der Rahmen sieht eigentlich gar nicht so gut aus, aber irgendwie sieht es auch wieder gut aus. Das ist wie nur Lack, ne? Ein bisschen korrigiert, aber nicht so, dass er gebrochen oder gerissen ist. Ne? Sieht schlimmer aus, als es eigentlich aussieht. Oder ich sage mal, als es ist. Und dann ist der Fahrer dran, dessen Verhalten den Beamten etwas seltsam vorkommt. Wir wollen jetzt überprüfen, ob der Fahrer eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hat. Okay, you smoke cannabis, marijuana, no. Other drugs? No drugs. No alcohol. No alcohol? No. Okay, we want to make a little test? Yeah. Yes? Yeah, it's okay? Yeah, no problem. Okay. First I want to look in your eyes. Yeah. Look at me, please. Yeah. Mike Weidlich testet jetzt die Reflexe des jungen Fahrers. Was er sieht, bestätigt seinen Verdacht. Dabei ist aufgefallen, dass die Gesichtsmuskulatur ziemlich doll gezittert hat. Er hat einen Nystagmus gehabt, das heißt also ein Augenschlagen, konnte seine Augen nicht auf einen Punkt richten. Er konnte auch keine 30 Sekunden abschätzen, das war über eine Minute, was er da abgeschätzt hat. Das sind alles so Hinweise, die darauf deuten können, dass er unter dem Einfluss von BTM bzw. Drogen steht. Sicherheit kann hier nur ein Urintest geben und der erfolgt auf der Parkplatztoilette und ist schnell gemacht. Zittrig, Lidflattern hat er alles gehabt, was darauf hinweisen könnte, dass er unter Drogen Einfluss steht, aber der Test sagt, er ist negativ. Ja. Gut, vielleicht ist die Aufregung, kann natürlich auch sein. Ja? Ja gut, das kann ich auch nachvollziehen, ne? Also dass man dann so aufgeregt ist. Er hat dann in meinem Beisein Urin abgegeben und ich habe dort den Test durchgeführt. Der Test funktioniert folgendermaßen. Hier unten sind die Kontrollfächer, dort wird Urin eingeträufelt, 3 Tropfen jeweils. Dann laufen hier die Testbalken hoch und der Test funktioniert folgendermaßen. Wenn ein Strich erscheint, bedeutet das, der Test ist negativ. Der Wirkstoff wurde nicht nachgewiesen. Sollte kein Strich erscheinen, bedeutet das, dass der Test positiv auf die verschiedenen Wirkstoffe ist. Der Test negativ. Der Fahrer steht also nicht unter Drogeneinfluss. Aber da war ja noch die Sache mit dem zu nah auffahren. Kann man reinsetzen, bitte. Distanz? Nee, I show you. Okay, for the... Frank Hennig zeigt dem Fahrer das Beweisfoto. Diskutieren zwecklos. Das
to your truck. And you come slowly closer. Genau, and close. Und jetzt zum Mandat. 155 €.50. Okay. Because of ADR. ADR ist noch etwas teurer. Mhm. You must pay it here. Gerade mit Gefahrgut muss man sehr umsichtig umgehen, wenn man als Kraftfahrer unterwegs ist. Und das ist natürlich auch in manchen, bei manchen Ahnungsverstößen höher bewertet als der Verstoß beim normalen Lkw-Fahrer. Doch der Fahrer möchte lieber später zahlen und die Rechnung hätte er gerne per Post. We need the money here. You don't drive with a truck. Okay. As paid the money. And with the choose we make. So. Mhm. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Chef unternimmt der belgische Fahrer einen neuen Anlauf. Versuch Nummer 2. Deine macht eine Welle kurz vor Feierabend. Okay. Well, it's all too much money, yeah? For this 145 €. Yeah, you drive with the ADR truck. Mm-hmm. Another truck, no ADR, pays 80 plus 25, €105. Okay. Ne? Not ADR. Immerhin hat der Fahrer eine Kreditkarte mitgebracht, doch die scheint auch nicht die Lösung zu sein. Vorgang abgelehnt, bitte Karte nehmen, no? Die Karte funktioniert nicht. Damit droht der Zwangsstopp. Doch plötzlich zaubert der Fahrer etwas aus seiner Tasche. Ja, bitte nehmen. Das ist so ein Trickser, du. Warum nicht gleich so? Mit einiger Verspätung kann der Fahrer jetzt seine Fahrt nach Belgien fortsetzen. Hoffentlich diesmal mit genügend Abstand zum Vordermann.